Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Tagesimpuls und wir schauen in die aktuellen Energien. Heute geht es um das Thema der Sicherheit. Ja, es geht hier wirklich darum, dass du mehr Sicherheit in deinem Leben möchtest und es geht darum, dass du natürlich mehr haben willst vom Leben. Ist ja auch in Ordnung so, ne? Wir wollen alle mehr Fülle, ne? Mehr Reichtum, ja. Ich meine, wer braucht keine Sicherheit, ne? Und du hast jetzt hier auch schlaue Ideen bezüglich deiner Sicherheit. Okay, schauen wir mal weiter. Ja, hier gibt es einen Neuanfang, ne, mit der leeren Karte. Ja, da hast du alle Chancen auf einen Neuanfang. Bald sogar, okay. Bald wird es mehr. Also die Fülle kommt in dein Leben. Mehr Sicherheit. Wow. Das ist doch schon mal gut. Hier kommen Nachrichten. Okay. Und hier gibt es eine Art Heilung. Ihr wisst, ich ersetze keinen Arzt und Heilpraktiker, wenn ich das Wort in den Mund nehme. Heilung. Aber es geht rein um eine Energiegeschichte. Okay. Upsala. Das ist was. Ja, und es ging um deine frühere Bedürftigkeit, ja, vielleicht hast du dich auch immer oft bedürftig gefühlt, benachteiligt, im Mangel, ja, jetzt hast du schlaue Ideen, ich glaube, du hast auch die Nase voll von diesem ständigen Mangel, 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 du kannst das nicht mehr hören, ja, du hast auch viel Wissen angesammelt bezüglich dieses Themas auch, ne? Oder zumindest hat es das Leben dich gelehrt, ne? Wie sich das anfühlt, im Mangel zu sein, da willst du endlich raus. Ja, was bekomme ich hier rein? Viele Dinge kommen gerade auf dich zu. Du hast viel um die Ohren, sowas kriege ich rein. Und wenn nicht, wünschst du es dir. Also es sind verschiedene Reisegruppen hier. Manche sind, die wissen gar nicht mit ihrer Zeit, also die haben so viele Aufträge schon, ne, die jetzt schon in die Fülle gehen. Und es gibt aber auch welche, die nicht in der Fülle sind und sich es aber jetzt wünschen. Also es sind mehrere Reisegruppen, die kriege ich hier so rein. Aber letztendlich kommen alle in die Fülle und in die Sicherheit. Manche sind es halt schon, ne? Ja, und das sind diesejenigen, die hier noch die Blockade haben. Die spreche ich jetzt gerade an, ne? Denn die anderen, die sind ja schon auf dem Aufwärtstrend. Ich spreche gerade die an, die sich immer noch so ein bisschen benachteiligt fühlen vom Leben. Ja. Ja, da ist es wichtig, wirklich zu vertrauen. Ja. Nach oben zu vertrauen. Genau. Ja, hier ist es ja nach oben, habe ich gerade gesagt, ne? Die universelle Hilfe. Ja. Für viele ist es jetzt wichtig, wirklich sich immer wieder zu verbinden mit der lichtvollen geistigen Welt, zu vertrauen, dass alles gut ist, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Wir schauen aber trotzdem mal weiter. Ihr Lieben, ich freue mich natürlich wie immer über ein Gefällt mir, über einen Kommentar oder rechts unten. Wenn ihr hier den Kanal abonniert, klickt aufs Glöckchen auf alle. Ne? Das ist für mich natürlich ein wunderbarer Energieausgleich für meine täglichen kostenlosen Videos, die ich hier kostenlos für euch zur Verfügung stelle. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ich da einen wunderschönen Ausgleich bekomme. Ist ja auch die Wertschätzung meiner Arbeit. Genau. Und wir schauen einfach mal weiter. Und das Abo ist natürlich auch völlig kostenlos, unverbindlich für euch oder für dich. Hier gibt's, gab es in der Vergangenheit schlechte Gefühle bezüglich materiellen, also ich kriege hier immer wieder diesen Mangel, ne? Mangelthema macht natürlich nicht glücklich. Hier geht es auch noch um einen Mann, um einen Partner. Sehr plötzlich, wir gucken mal. Plötzliche, also ich kriege hier plötzliche Ideen hier rein. Plötzlich passiert hier was. Okay. Bezüglich des Themas der Vernachlässigung. Vernachlässigung, Mangel, Bedürftigkeit. Gucken wir mal weiter. Vaterthemen. Okay. Vielen wird jetzt noch mal ein Vaterthema, mein Gott, ja, also es ist, geht zurzeit so zur Sache. Ich sage euch, es ist so heftig, die Energien sind so heftig, wirklich. Ja, hier gibt es bei einigen noch ein Vaterthema, ne, was der Heilung bedarf, Vernachlässigung.
Hier gibt es irgendwie Geistesblitze, wartet mal. Bezüglich auch der Familien- und Ahnenreihe, also Thema Bedürftigkeit, Vernachlässigung, okay. Fragezeichen, das gucke ich ja gerade nach. Bezüglich auch deiner Manifestationskraft, ne? Jetzt darfst du hier vertrauen, dass alles besser wird, ne? Raus aus diesen schlechten Emotionen, ne? Manipulation. Es könnte auch sein, dass du gerade das Gefühl hast, jeder zerrt an dir rum. Einige, ne? Ich sage ja, es sind mehrere Reisegruppen. Einige haben das Gefühl, die werden gerade so ein bisschen zerpflückt. So was kriege ich hier rein. Jeder will was von dir. Du hast sogar das Gefühl der Manipulation. Wie gesagt, sind nicht alle, aber einige kann es hier betreffen, dass du das Gefühl hast, die Menschen zerren an dir, aber auch, weil sie von deiner Energie abhaben wollen. Aber das ist schon immer dein Thema gewesen und da bist du in die Bedürftigkeit gerutscht, weil andere die Sicherheit von dir wollten. Das hat mit dem Vater zu tun. Da gilt es auch, sich abzugrenzen, genau. Kriege ich sofort rein. Also einige sind ja total im Stress, nicht alle, ja. Manche haben eben nicht viel zu tun, die. Das ist wieder dann wieder ganz was anderes, aber einige sind ja echt im Stress. Ja. Und sind sogar ein bisschen unglücklich und sagen, was ist denn das jetzt hier, ne? Wartet mal. Ja, hier wird nochmal alter Kummer und Schmerz hochgeholt. Ja. Okay, du warst auch immer wieder die helfende Hand in deiner Familie, ja. Man hat dich vernachlässigt, aber letztendlich hat man immer deine Energie gebraucht, ja. Und letztendlich warst du immer leer und warst im Kummer und im Schmerz. Das kommt hier bei einigen nochmal so richtig, richtig hoch. Und dass sie dann wirklich spüren, in diesem ganzen Stress vernachlässigen sie sich selbst, ja. Verlieren sich vielleicht auch in der Hilfe mit anderen, ne? Das kriege ich hier auch rein. Und andere kommen auch zu dir, weil die das spüren, dass du bist ja ein toller Mensch, dass du viel zu geben hast, aber die saugen dich irgendwie leer und das Thema kommt jetzt hoch. Halbwahrheiten, Schwindel, um was geht's da? Meldungen, also es kommt so viel. Also manche sind ja wirklich regelrecht echt überschwemmt und überfordert mit so vielen Dingen. Du musst jetzt hier in deinen weiblichen Aspekt gehen. Du musst dich gesund abgrenzen. Es geht nicht anders. Das wird dir jetzt bewusst. Sonst wirst du hier zerpflückt, sozusagen. Kann beruflich sein, kann privat sein, kann in allen Dingen sein gerade, ja, bei manchen. Arbeitsmäßig auch einiger, sage ich doch. Ja, da bist du auch im Stress. So, was kannst du tun? In die Freude gehen, in den weiblichen Aspekt. Abgrenzung kriege ich hier ganz stark rein. Ich nehme mal noch ein paar Karten hier. Mal zur Klärung, was kannst du tun? Also hier in die Freude gehen, wieder deine Weiblichkeit leben, weil so kannst du die Weiblichkeit nicht leben. Ja, du bist wie ein halber Mann. Ja, du machst und tust, bist für alle da, auch auf Arbeit. Ja, und am Ende gehst du leer, also nicht leer aus, direkt, nicht direkt, also emotional leer aus auch, ja, das meine ich. Und dann gibt es auch noch welche, die auch noch üble Nachrede betreiben, die vielleicht dich aussaugen und noch üble Nachrede betreiben, mein Gott, was ist heute hier los? Du fühlst dich schon richtig gefangen, Also da muss eine Lösung her. Ja, man behandelt dich wie ein Sonderangebot. Es kann auch sein, dass viele Menschen nicht genug kriegen, ne? Die sagen dann noch, ja, ich will noch das und das von dir und das von dir. Die arbeiten auch mit dem Thema der Schuld, habe ich nämlich hier gerade umliegen. Genau. Du schaust dir das jetzt ganz genau an, mit welchen Menschen du zu tun hast. Du lässt dir auch kein schlechtes Gewissen mehr einreden. Du machst und tust und gibst so viel, ja. Und dann wird vielleicht noch, sag ich mal, noch rumgekramt, wo, also. Du machst tausend Sachen gut und eine Sache, die du vielleicht nicht so gut machst, genau da wird dann drauf rumgehackt. So was kriege ich hier rein, weil man deinen Wert nicht sieht. Und da schaust du jetzt genau hin und du wirst hier erstens mal dich um dich selbst kümmern mehr und du wirst gesunde Grenzen ziehen,
Und du gehst hier raus aus diesem Sonderangebot. Ja, das lässt du dir nicht gefallen. Das ist krass. Ja, das wird jetzt gereinigt und geklärt. Das ist das Vaterthema auch ganz stark. An dir wird gezogen, ja, gezerrt, Familie- und Ahnenthemen, genau. Die Frauen waren immer halbe Männer. Upsala. Da musst du jetzt raus. Ja, nimm dich schon richtig als Besitz, auch auf Arbeit. Du musst da aufpassen, ne? Ich hatte jetzt auch einige Klienten, die gesagt haben, also das geht ja gar nicht, ne? Also die werden hier mit Arbeit so gedeckt. Sowas alles, ne? Aber auch privat, ne? Dass man dich für selbstverständlich nimmt. Vater hier, Vaterthema. Für einige ist hier jetzt wirklich das Vaterthema dran, ihr Lieben. Ja. Du bist, das Ding ist, du bist nicht mehr in deiner Weiblichkeit, ne? Also für die, die es jetzt betrifft, ne? Ist ja ein allgemeines Orakel, ne? Du bist gerade nicht in deiner Weiblichkeit, du bist nur am Arbeiten, im Stress. Ja. Fühlst dich sogar wertlos oder man zeigt dir immer wieder, ja, irgendwie so eine Undankbarkeit zeigt man dir. Weißt du, wie ich meine? Also man wertschätzt das nicht so. Also du hast zumindest das Gefühl, dass es so ist. Vielleicht spürst du einfach nochmal hoch, das Vaterthema, ne? Ja, und du sagst Schluss aus jetzt. Ich brauche hier Neuanfang, Kursänderung. Genau. Weil du siehst deinen eigenen Wert jetzt sowieso. Es ist bloß im Außen noch nicht ganz sichtbar und das muss ich jetzt ändern. Sei nicht so naiv auch, ne? Also setz dich da durch. Gesunde Grenzen, sage ich da nur, ne? Nicht unterordnen. Durchsetzen. Auch nicht zweifeln. Das ist aus der Kindheit natürlich. Schau dir das nochmal an, oder du weißt es auch, woher es kommt. Ja, du hast auch mit sturen Menschen zu tun. Boah, momentan gerade, ne, könnten wirklich viele sture Menschen so denn, die so stur, so nur an sich denken. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, aber die müssen auch mal Eigenverantwortung übernehmen, ne? Du kannst ja nicht Mutter Teresa für alle spielen, ne? Ja, du bist erschöpft. So, was machen wir denn da, ihr Lieben? Was machen wir da, wenn du erschöpft bist? Hey. An dich denken, genau. Du machst dich jetzt hier zum Mittelpunkt. Ja, du denkst jetzt an dich. Grenzt dich gesund ab. Ganz, ganz milde gesagt, wer dir jetzt ein bisschen zu dumm kommt. Es ist so, ja. Also ich krieg's wirklich so rein von oben. Den blockst du jetzt. Ja, du gehst jetzt hier in deine Heilung, in dein Vaterthema. Ja, du brauchst die Zeit für dich jetzt. Du möchtest hier nicht mehr vernachlässigt werden. Und wenn das so ist, wenn jemand so mit dir umgeht, dich manipuliert, ja, vielleicht noch irgendwie deine Naivität manchmal, so, also, das ist ja nichts Schlimmes, ne? Also, das ist eigentlich auch deine Gutmütigkeit, ne? Weil du so ein Lichtarbeiter bist, noch ausnutzt, schieb einen Riegel davor, ja. Ja, weil denen fehlt die Dankbarkeit. Das, was für das, was du machst. Ja. Also, Dankbarkeit ist wichtig. Du schaust dir das ganz genau an jetzt, wer dich dankbar und wertschätzend behandelt und wer nicht. Ja, hier kommt viel heiße Luft, bla bla bla. Weil du räumst jetzt auf. Ja, auch in, also das ist auch Kollektivthema jetzt, ne? Ganz, ganz. Kann man auch im Kollektiv beobachten. Die Menschen lassen sich das nicht mehr bieten. Du bist hier die Nummer eins. Du machst dich hier zum Mittelpunkt. Selbstliebe, Selbstwert. Das ist der Neuanfang. Ja. Zur Not gehst du erstmal in Urlaub. Ich mache das ja auch, ne? Ich bin auch in der Reisegruppe. Ja, zur Not gehst du erstmal in Urlaub und ja, denkst mal an dich. Ja, ich meine, ich fahre erst am, ich fliege erst am 1., ne? Aber
Ist ja auch nicht mehr so lang. Na, das ist einfach hier, du brauchst Entspannung, du brauchst Ruhe. Ja. Ja. Wissen hast du viel erlangt darüber. Geschenke, du möchtest die Geschenke haben. Jetzt bist du bereit für die Geschenke im Leben. Verloren hast du so viel schon im Leben, das ist vorbei, das möchtest du nicht mehr. So. Du hast das Bewusstsein jetzt dafür, für den Neuanfang, für deine Entspannung. Alte Verträge. Ja, diese ganzen Abmachungen, Übereinkommen, dass du immer Mutter Teresa für alle spielst, ja, das schaust du dir nochmal an, das lässt du hinter dir und du wirst jetzt hier in die Freude gehen, in die Leichtigkeit, du möchtest schöne Dinge erleben. Du wirst hier deinen Weg gehen, sehr schön. Du hast hier Lösungen. Heute machen wir mal nicht die Chance, ihr Lieben, schaffe ich heute nicht mehr. Und raus aus den Einschränkungen. Durch dieses Männliche, dass dir immer zu viel abverlangt, das ist eben auch in der Kindheit begründet, ne, oder aus dem früheren Leben, ne, dass dir zu viel abverlangt wird und du da immer im Hamsterrad bist, deswegen musst du da hier mal raus. Ja, das wird dir jetzt sichtbar im Leben, wo man dich immer wieder in Mangel bringt oder du dich bringen lässt, ne? Du bleibst jetzt im Hier und Jetzt, bist gut angebunden und das bringt dich dann in den Reichtum. Ja, auch in die Wertschätzung. Ne? Du gehst jetzt hier in die Verkörperung des Ganzen. Genau, damit du hier die Geschenke, sag ich mal, auch annehmen kannst. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich freue mich natürlich wie immer über ein Gefällt mir, über einen Kommentar rechts unten. Wenn ihr den Kanal abonniert, klickt aufs Glöckchen auf alle und ich drücke euch ganz doll. Bis morgen. Tschüss.